Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner Live. Und ein Thema, über das derzeit ganz Österreich spricht und insbesondere Wien, das ist der Milliardenkrimi um die Wien Energie. Ein Schutzschirm von fast 10 Milliarden Euro soll jetzt gespannt werden, um Österreichs größten Energieanbieter zu retten. Und bei mir zu Gast ist jetzt der Wiener FPÖ-Clubobmann Maximilian Kraus. Schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Herr Kraus, Sie haben heute schon eine Pressekonferenz zu dem Ganzen gegeben. Das Thema, muss man sagen, ist momentan etwas undurchsichtig. Stunde für Stunde tauchen da neue Milliardenbeträge auf. Was ist denn Ihr aktueller Kenntnisstand, was da wirklich schiefgelaufen ist bei der Wien Energie? Ja, Sie haben völlig recht. Es ist so, dass dieses Thema, von dem man seitens der Stadt Wien und seitens Wien Energie ja bereits seit Wochen und Monaten gewusst haben muss, dass es hier Probleme gibt und dass diese Probleme eskalieren werden, dass dieses Thema der Öffentlichkeit erst gestern Abend bekannt gemacht wurde und das ja auch nur durch den Finanzminister und durch die Bundesseite. Das heißt, die Stadt Wien und Wien Energie hätte wahrscheinlich bis heute dieses Thema weiterhin totgeschwiegen. Unser aktueller Wissensstand ist, dass dieser Finanzschutzschirm, der da gespannt werden soll, um die 10 Milliarden Euro umfassen soll. Und das bedeutet, dass es möglich ist und dass es seitens der Stadt Wien und Wien Energie für möglich gehalten wird, dass bis zu 10 Milliarden Euro von roten Finanzmanagern bei der Stadt Wien und bei Wien Energie in den letzten Wochen und Monaten verspekuliert worden sind. Dass man auf der einen Seite die Gebühren angehoben hat bei der Fernwärme um über 90%, in vielen Bereichen alles teurer geworden ist und auf der anderen Seite dieses Geld nicht sinnvoll, nicht sparsam, nicht ökonomisch eingesetzt wurde, sondern wie im Casino einfach am Finanzmarkt verzockt wurde. Und dieses Vorgehen darf nicht konsequenzlos bleiben. Ich sage, ob der Verlust jetzt 2 Milliarden, 6 Milliarden oder 8 Milliarden Euro ist, das werden U-Ausschüsse zeigen, das wird man in den nächsten Wochen und Monaten analysieren. Aber Tatsache ist, die politisch Verantwortlichen, und das sind der Bürgermeister Ludwig und der Finanzstadtrat Hanke, die müssen die politischen Konsequenzen ziehen, die müssen zurücktreten und die müssen auch rasche Neuwahlen ausrufen. Sie haben jetzt gerade gesagt, das Geld wurde verspekuliert. Die Wien Energie stellt das naturgemäß etwas anders dar. Die sagt, man hat gehedged, das ist ganz normal in der Energiebranche und man hat einfach versucht, sozusagen den Strom abzusichern für 2 Millionen Kunden und aufgrund der steigenden Preise sei es halt jetzt zu diesem Milliardendesaster gekommen. Ja, also ich glaube, für mich ist es nicht normal, wenn ein großer Energiekonzern, ein Daseinsvorsorger wie die Wien Energie, die die Gebühren gerade um 90% erhoben hat, wo letzte Woche jede Wienerin und jeder Wiener einen Brief bekommen hat und mitgeteilt bekommen hat, dass man in der eigenen Vertragsbasis eine Abänderung erlebt, wenn man sich nicht aktiv dagegen ausspricht, auch etwas sehr, sehr Seltsames. Wenn diese Manager einem dann erklären, dass sie so gut im Hedgen sind und das ein ganz normaler Vorgang ist, dann stelle ich mir doch die Frage, warum hat dieses Problem dann nur die Wien Energie? Warum gibt es das in anderen Bundesländern nicht? Warum gibt es das bei anderen Energieversorgern nicht? Das heißt, hier stimmt ja von vorne bis hinten etwas nicht. Und das glaube ich, sage nicht nur ich, das sagen nicht nur unsere Finanzexperten. Das sagt auch mit dem Herrn Bolz, der ehemalige Chef der E-Control, einer, der es wissen muss und ganz klar ausspricht, dass hier das Risikomanagement nicht funktioniert haben kann, dass man seit Wochen davon gewusst haben muss und dass es absolut unglaubwürdig ist, was hier seitens der Stadt Wien und seitens Wiener Linien kommuniziert wird. Aber was ist Ihre Vermutung, dass man seit längerem schon von diesen Milliardenverlusten weiß und sie nicht öffentlich gemacht hat? Oder? Schauen Sie, es ist schade, dass wir vermuten müssen. Ich glaube, es gibt viele mögliche Theorien. Aber ich glaube, der nächste große Skandal ist dieser Mantel des Schweigens und diese Ungewissheit, über die man die Öffentlichkeit, aber auch die zuständigen Gremien gelassen hat. Man muss wissen, die Stadt Wien hat bereits in den vergangenen Wochen und Monaten mehrere hunderte Millionen Euro an Bürgschaften übernommen für Wien Energie. Der Bürgermeister hat das in Alleinverantwortung getan, ohne den Finanzausschuss zu fragen, ohne den Gemeinderat zu fragen, ohne den Stadtsenat auch nur zu informieren. Und letzter Satz, ich weiß schon, dass er das darf, aber genauso muss er umgehend, wenn er so eine Notverordnung trifft, danach den Gemeinderat informieren. Das ist bis heute nicht passiert, das ist für uns Amtsmissbrauch und da steht auch der Verdacht der Untreue im Raum. Also Sie sind sich sicher, dass da knapp 2 Milliarden Euro am Gemeinderat vorbei abgezweigt wurden? Die genaue Summe liegt noch im Dunkeln, da der Bürgermeister ja bis heute nicht an den Gemeinderat herangetreten ist. Was wir allerdings jetzt hören aus Rathauskreisen, aus Medienkreisen, aus gut informierten Stellen, die auch an Verhandlungen gestern dabei waren, dass die Stadt Wien bereits mit einer Summe von angeblich 3x700 Millionen Euro, wenn wir bei etwas über 2 Milliarden Euro, bereits Bürgschaften für Wien Energie übernommen haben soll. Nur kurz zur Einordnung,
der Gesamtschuldenstand der Stadt Wien beläuft sich auf 8 Milliarden Euro. Das heißt, man hätte hier noch einmal bereits 2 Milliarden addiert. Wenn der restliche Schutzschirm auch noch schlagend wird, werden die Schulden der Stadt Wien hier noch weiter steigen. Das bringt die Stadt an den Rande einer Existenzkrise. Die Stadt könnte pleite gehen, wenn man sich hier dermaßen verspekuliert hat. Und dass der Bürgermeister das in Alleingang, in Eigenverantwortung gemacht hat, ohne den Gemeinderat, ohne den Finanzausschuss zu informieren, aber auch ohne die Wienerinnen und Wiener an irgendeiner Stelle zu informieren, was hier an hochspekulativen Geschäften vor sich geht und welche Bürgschaften bereits übernommen hat. Das allein ist Skandal genug und das allein muss ein Rücktrittsgrund sein. Jetzt fordern Sie politische Konsequenzen. Wie werden Sie da jetzt weiter vorgehen? Es soll ja einen Sondergemeinderat geben. Ja, also auf der einen Seite prüfen wir eben die politischen Konsequenzen. Wir haben heute eine Sondersitzung des Gemeinderats beantragt, der in den nächsten 3 Wochen auch tagen muss. Das sieht die Stadtverfassung so vor, der sich auseinandersetzen wird. Wir werden prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, eine gemeinderätliche Untersuchungskommission einzusetzen. Hier ist leider die Verfahrensordnung so, dass die SPÖ die Möglichkeit hat, viele Akten nicht zu liefern und Wien Energie Akten nicht liefern muss. Deswegen werden wir hier noch im Detail prüfen, wie wir das angehen. Aber neben dieser politischen Komponente prüfen wir selbstverständlich auch gerade eine strafrechtliche Anzeige gegen den Bürgermeister wegen Amtsmissbrauch und wegen Untreue, weil es einfach nicht sein kann, dass am Gemeinderat vorbei hunderte Millionen geschleust werden und keine Information erfolgt. Das heißt, Sie werden oder wollen eine strafrechtliche Anzeige gegen Bürgermeister Ludwig? Wir prüfen die gerade und werden die in den nächsten Tagen einbringen. Ja. Nur gegen den Bürgermeister oder auch gegen andere Mitglieder der Stadtregierung, eventuell auch das Management der Wiener Energie? Also ich glaube, die juristische Komponente bei der Wiener Energie, die wird sich die Staatsanwaltschaft sicher von alleine sehr genau ansehen, weil wenn wir erleben, dass es ja bei Wiener Energie jetzt Verluste geben soll, die im vielfachen Milliardenbereich sind und das Ganze angeblich, wenn man den Versionen von Wiener Energie glaubt, innerhalb von wenigen Tagen passiert ist, da ist es ja völlig unmöglich, dass hier nicht Kontrollgremien und Staatsanwaltschaft sich die Dinge einmal genauer ansehen. Aber der Bürgermeister, der hier angeblich bei Notverordnung gehandelt hat und diese Notverordnung dann in der Folge dazu missbraucht hat, um hier Dinge am Gemeinderat vorbeizuschleusen und hier mutmaßlich nicht rechtzeitig gemeldet hat, das werden wir bei der Staatsanwaltschaft anzeigen, ja. Jetzt ist es ja so, muss man sagen, dass die Energiepreise weiter steigen. Angesichts dieses Milliardendesasters der Wiener Energie ist ja nicht damit zu rechnen, dass in Wien in naher Zukunft die Preise gesenkt werden. Was heißt denn das Ihrer Meinung nach für die Wienerinnen und Wiener? Ja, ich glaube, das ist die nächste Unglaublichkeit, nämlich dass auf der einen Seite die Leute ins Postkastel schauen und mitgeteilt bekommen, ihr Tarif wird abgeändert, sie müssen höhere Vorauszahlungen leisten. Auf der anderen Seite Fernwärmegebühren um über 90% erhöht werden. Alle Gebühren in Wien steigen, alles teurer wird, die Menschen eh schon Angst davor haben, dass man im Herbst in der kalten Wohnung sitzen muss, dass das Kinderzimmer kalt sein muss vielleicht sogar oder ähnliche Verrücktheiten. Und auf der anderen Seite, das viele Geld, das hier von den Menschen bezahlt werden muss und wo die Leute ausgesackelt werden bis auf den letzten Cent, dass mit diesem Geld dann nicht vorsichtigst umgegangen wird, dass hier nicht bestmöglich mit größter Sorgfalt agiert wird, sondern im Gegenteil damit spekuliert wird, sie haben gesagt, gehedged wird und hier offensichtlich Finanzinstrumente bedient werden, denen sie offensichtlich entweder nicht mächtig sind, die sie nicht verstehen oder die auch gar nicht notwendig oder gar nicht erlaubt werden. Das ist die nächste Ungeheuerlichkeit. Also hier braucht es ein Umdenken, hier braucht es eine Politik, die wieder zu einer echten Normalität zurückkommt, wo es ein Mitdenken gibt, wo nicht spekuliert wird mit Steuergeldern, mit Gebührengeldern, sondern wo vernünftig gewirtschaftet wird. Aber ist nicht das System an sich hier auch das Problem, dieses berühmte Merit-Order-System, den Namen haben wir jetzt in den letzten Wochen ja schon hunderte Male gehört, kurz gefasst, dass einfach der höchste Energiepreis die Preise für die anderen mit vorgibt, also in dem Fall der Gaspreis, muss man nicht hier ansetzen? Ja, diese Preiskoppelung, ich glaube, das ist ein Thema, das ja auch vor kurzem vom Bundeskanzler angesprochen wurde, der das wieder auf EU-Ebene weitergeschoben hat. Ich glaube, dass es hier sicher vielschichtige Reformen braucht. Auf der einen Seite wiederum, dieses Problem gibt es im Moment nur bei Wien Energie und bei der Stadt Wien. Das heißt, dass das System ganz nicht kaputt sein dürfte, sondern dass hier einfach seitens der Stadt Wien und seitens der Wien Energie besonders schlecht gewirtschaftet wurde. Und auf der anderen Seite leidet natürlich der ganze Strom- und Energiemarkt unter diesen ganzen sinnlosen Sanktionen gegen Russland, wo man heute in Russland eine Rekordergebnisse erzielt, dort so viel Geld verdient wird wie noch nie. Und auf der anderen Seite wir hier in Österreich am Rande der Pleite stehen, unsere Energieversorger fast Konkurs anmelden müssen und die Leute ausgesackelt werden. Das heißt, hier diese sinnlosen Sanktionen zu beenden und zurück zu einer normalen Wirtschaftssituation zu kommen, zurück zu einer Situation zu kommen, wo es günstiges Gas gibt, das wäre extrem notwendig und ich hoffe, dass es jetzt auch ein letzter Weckruf ist. Sie fordern ja als FPÖ das Ende der Sanktionen, aber
Heißt das ein Ende aller Sanktionen gegen Russland oder wie stellen Sie sich das vor? Also ein Ende dieser in den letzten Wochen und Monaten verhängten Wirtschaftssanktionen wäre ja, glaube ich, nicht, also ist um das... Um das in aller Ruhe zu formulieren, ein Ende dieser Wirtschaftssanktionen ist nichts, was wir uns so sehr wünschen, weil wir Putin so mögen. Nein, ein Ende dieser Sanktionen ist einfach notwendig, weil wir jetzt, glaube ich, sehr plakativ sehen, wie österreichische Energiekonzerne wie Wien Energie in die Pleite getrieben werden, wie Menschen, die extrem hohe Abgaben zahlen müssen, die extrem hohe Gebühren zahlen müssen, hier eine Politik mitfinanzieren müssen, die Russland gar nicht schadet, sondern nur uns. Und deswegen bin ich froh, dass die FPÖ deswegen auch auf Bundesebene ein Volksbegehren beantragen möchte, eine Volksbefragung initiieren möchte, um hier diesen sinnlosen Sanktionen ein Ende zu bereiten. Viele Experten warnen ja vor dem Herbst, die Teuerung wird wohl weiter anziehen, schon mit Inflationsraten um die 10 oder vielleicht sogar mehr Prozent zu rechnen. Wie schlimm wird das denn Ihrer Meinung nach im Herbst werden? Also ich glaube, wir erleben jetzt eine Inflation, die an den 10% kratzt. Wenn wir die jüngsten Ereignisse der letzten Stunden sehen, dann wird die Inflation weiter steigen. Das Leben wird immer teurer werden. Auf der anderen Seite gibt es eine Bundesregierung, die nicht die nötigen Entlastungsmaßnahmen setzt. Einmalzahlungen von 500 Euro werden da nicht ausreichen. Wir brauchen einen Preisstopp in vielen Bereichen. Wir brauchen einen Preisdeckel in vielen Bereichen. Wir brauchen Mehrwertsteuersenkungen auf Grundnahrungsmittel, auf Sprit, auf Energie und in vielen Bereichen eine Regierung, die nicht nur ankündigt, sondern auch tatsächlich handelt. Und in Wien brauchen wir definitiv schleunigst Neuwahlen und einen Rücktritt der Landesregierung, damit hier auch wieder Politiker ans Werk kommen können, die ihr Amt verstehen. Sie sind für Neuwahlen in Wien? Wir brauchen umgehend Neuwahlen in Wien. Wir haben einen Bürgermeister, der einen Finanzskandal verursacht hat und zu verantworten hat, wie es ihn seit Jahren und Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat, der sich jetzt seit 2 Tagen vor der Öffentlichkeit versteckt. Das ist ein unwürdiges Vorgehen, für das er sich zu verantworten hat. Aber ist es wirklich klug, mitten in dieser Krise jetzt zu den Wahlurnen zu schreiten? Also ich glaube, besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Denn in den letzten Wochen und Monaten haben sich ja viele Leute schon gewundert, warum Wien Energie die Preise so stark erhebt, warum plötzlich die Leute ihre Tarife wechseln müssen, warum es keinerlei Kommunikation gibt. Und jetzt, wo diese Bombe gestern geplatzt ist, ergibt das natürlich alles Sinn. Und einen Bürgermeister, der hier nicht offen und transparent informiert hat, der nicht die Karten auf den Tisch gelegt hat, sondern der versucht hat zu vertuschen, der am Gemeinderat vorbei, an den Gremien vorbei Gelder verschoben hat, der ist sicher der Letzte, den wir brauchen, um uns wieder aus dieser Krise herauszuführen. Nein, wir brauchen hier, glaube ich, eine völlig neue Regierung, am besten ohne SPÖ-Beteiligung, um diesen Filz einmal aufzuarbeiten. Und ganz zum Schluss will ich noch zu einem ganz anderen Thema kommen, zur Bundespräsidentenwahl. Ja. Da gibt es 4 Kandidaten rechts der Mitte, Walter Rosenkranz von der FPÖ, aber auch Gerald Groß, Tassilo Valentin und Michael Brunner von der FPÖ. Wie schwierig wird denn das für Walter Rosenkranz, da ein halbwegs gutes Ergebnis zu erzielen? Also ich glaube, dass es eine Stichwahl geben wird zwischen auf der einen Seite dem jetzigen Präsidenten Van der Bellen und auf der anderen Seite dem freiheitlichen Kandidaten Walter Rosenkranz. Das wird das Ergebnis des ersten Wahlgangs sein und das halte ich für sehr wichtig, dass es einen zweiten Wahlgang gibt und dass der Herr Van der Bellen auch erkennt, dass er nicht der Sonnenkönig ist, für den ihn manche Medien wie der Falter oder der Standard gerne darstellen, sondern dass es in der österreichischen Bevölkerung auch einen sehr großen Anteil gibt, der seine Politik ablehnt und der es ablehnt, dass er zu Problemen schweigt oder 50% der Österreicher als Kriegskollaborateure bezeichnet, weil sie sich gegen die Sanktionen gegen Russland aussprechen. Das heißt, hier haben wir mit Dr. Walter Rosenkranz einen seriösen Gegenkandidaten, der als Parlamentarier und als Volksanwalt gezeigt hat, dass er sein Amt versteht, dass er weiß, was zu tun ist in schwierigen Situationen. Er war auch Clubobmann einer sehr beliebten Regierungskoalition bis vor gut 3 Jahren. Und dass er ein Angebot ist an bürgerliche Wähler, das ist unabstreitbar. Und ich gehe deswegen davon aus, dass er in der Stichwahl, dass er in die Stichwahl gegen Van der Bellen kommen wird. Wenn er nicht in die Stichwahl kommt und Tassilo Valentin oder Gerald Groß beispielsweise in die Stichwahl kämen, würden Sie die dann auch unterstützen? Ich persönlich gehe davon aus, dass er in die Stichwahl kommen wird. Ich glaube, das zeigen auch die Umfragen. Er ist ein guter Kandidat, der im Wahlkampf auch nochmal zulegen wird. Für mich ist jedoch klar, dass ich Van der Bellen in keiner Konstellation unterstützen könnte. Herr Graus, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke. Wir bleiben bei der Wiener Opposition und wir bleiben beim Thema Wien Energie. Gleich bei mir zu Gast ist Peter Kraus. Er ist Chef der Grünen in Wien, nicht verwandt und nicht verschwägert mit meinem jetzigen Gast. Aber es geht um das gleiche Thema. Es geht um die Wiener Energie und die Frage, was ist da schiefgelaufen? Ganz kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter mit dem Wiener Grünen-Chef.